Moin, mein Name ist Nico der Profi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark, Ark Storytime. So, der aufmerksame Zuschauer, die aufmerksame Zuschauerin wird gemerkt haben, es hat sich einiges getan. Wir fangen an, wir machen erstmal eine kleine Base-Tour, weil wir haben in der Zwischenzeit wieder gestreamt, da auch wieder der Hinweis auf twitch.tv/Nico der Profi kann man mich finden. Ich habe das hier alles in S Plus quasi umgewandelt. Ich habe das aufgehoben, kaputt gemacht, die Sachen, die ich dadurch aufgehoben habe, halt weggeschmissen, also das Material, und mir die einfach neu reingespawnt, weil das war jetzt die einfachste Möglichkeit. So, wir haben einen Kryo-Auffangbehälter, also da können wir jetzt für die, die es nicht wissen, wieder unsere Dinos, die in den Kryo-Kapseln sind, reinpacken und die bleiben fresh, weil wir haben ja noch 3 Wasser-Dinos, die wir mitgenommen haben aus dem Waldenspielstand. Ich kann, glaube ich, auch mal die ganze alte Pelzrüstung abnehmen. So, dann haben wir hier so ein paar Wasserhähne, das heißt, wir haben uns um Wasserversorgung gekümmert am Kochtopf, was wichtig ist, und vor allen Dingen haben wir ein kleines Gewächshaus. Das ist das, was wir brauchen. Da habe ich mich mal an den Rat gehalten, doch nur die Sachen zu nehmen, die man eh nicht farmen kann. Also keine Beeren einfach. Ist soweit also auch fertig. Dann haben wir wieder unsere Kollegen hier, die für uns fleißig Dünger produzieren. Sehr schön. Und wir haben ein Fiumia, das für uns fleißig Material für die Dung Beetles produziert. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Ach ja, und wir haben hier einen neuen Ankylo. Also was heißt einen neuen Ankylo? Generell haben wir einen Ankylo geholt, damit wir ein bisschen farmen können. Und wir werden uns mal darum kümmern, dass wir heute Vorbereitung für die Schneehöhle treffen. Und zwar hätte ich heute gerne eine Chemistry Bench, eine SWAT-Ausrüstung, Munition, eine Pumpgun oder 2 und noch eine verbesserte Flinte. Ich denke, das ist für den Anfang so an als Waffen, ne, ganz gut. Ja, für die Eishöhle, Schneehöhle. Die wird kaputt gemacht, aber richtig. Das heißt, wir fahren hier heute großes Geschütz auf und für die Munition brauchen wir vor allem Kohle und da werden wir mal eben ein bisschen was mit dem Mammutfarm gehen. Das schmeißen wir dann schon mal rein. Also siehst du, habe ich ganz vergessen, es gab ja eine Abstimmung zu den Wusstest du schon Dingern und die ist, sagen wir mal, ja sehr positiv ausgefallen. Für die Wusstest du Fun Facts. Und deswegen gibt es ja einen. Wusstest du, dass die Stegos ihre Rückenschuppen gar nicht zum Verteidigen benutzt haben, sondern die wahrscheinlich zur Balz eingesetzt haben? Das mal im Übrigen an alle Leute, die das Mutationsvideo gesehen haben und drunter kommentiert haben, dass man Stegos doch züchtet, weil man mit ihnen gut tanken kann, aufgrund der Rückenschuppen oder keine Ahnung was. Dann können wir das nämlich schon mal hier reintun, das Holz. Das kann in der Zwischenzeit verbrennen. Das geht zwar sehr, sehr schnell, aber trotzdem müssen wir ja ein bisschen unterwegs sein heute und dann kann das schon mal passieren. Ach ja, und es gab noch eine Umfrage und zwar, wo denn der, ne, der Sattel hingekommen ist. Der lag hier drin. Den habe ich in Orbit getan. Es war also tatsächlich Lostzeit und kein Bug. So, und wir brauchen auf jeden Fall heute jede Menge Silizium. Auf jeden Fall schon mal für die Chemistry Bench, wenn ich das richtig sehe. Nein, brauchen wir nicht. Aber dafür brauchen wir Elektronik und dafür brauchen wir Silizium. Und wir brauchen für die ganze SWAT-Ausrüstung Silizium. Deswegen gehen wir ein bisschen tauchen, weil unter Wasser kriegt man ja ganz gut Silizium. Und weil ich weiß, dass er die ganze Zeit schon so ein Megalodon sein Unwesen treibt, werden wir mal den... Ja, wir nehmen den Basilo mit. Komm, den nehmen wir mit. Oder den Tuso. Wir nehmen mal beides mit. Ich entscheide mich gleich noch, was ich da reinschmeißen werde. Das heißt für uns also erstmal, dass es losgeht Richtung Schneebiom, beziehungsweise Richtung Wasser. In der Nähe vom Schneebiom gibt es ja so einen schönen Spot, wo man mal ganz schön farmen kann. Und während wir fliegen, nutze ich mal die Zeit und beantworte nochmal eben 2 Fragen. Aimkuchen hat gefragt, ob wir wieder zurück zu dem See gehen, weil er es dort cool findet, und das verstehe ich auch total, dass auch andere das dort wahrscheinlich viel cooler finden werden als den Orbit. Allerdings ist das momentan für uns die schnellste Möglichkeit, wieder uns aufzubauen, weil wir einfach den Zugriff auf alle Sachen haben und ihr seht ja auch schon, dass es schon, naja, sehr gut aussieht einfach und wir können direkt loslegen und schon fast die Bosse machen. Denn so gerne ich auch The Island spiele, ich möchte auch gerne von The Island runter, um endlich mal Scorched Earth zu spielen. Und SniperTV hat noch auf Instagram gefragt, ob ich mir mal einen Titanosaurus ziehen möchte, weil das Solo auch klar gehen würde. Allerdings ist es so, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt hier in dem Durchgang, aber ist ja auch schon einige Zeit her. Wir zähmen nur Sachen, die wir eigentlich brauchen fürs Let's Play. Das heißt, ein Titanosaurus hat für uns eigentlich keinen Nutzen, weil, naja, wir können ihn nicht in Bossfight mitnehmen und es wäre einfach nur so ein Ding, ihn zu haben, um ihn zu haben. Und das soll dieser Durchgang genau nicht sein. Vielen Dank für die Fragen auf jeden Fall. Könnt ihr immer gerne stellen, wenn da irgendwas bei ist, was ich im Video beantworten kann. Möchte, wie auch immer, mache ich das gerne. Ich zeige euch nochmal einmal den Spot auf der Map, damit ihr Bescheid wisst. Von oben sieht das Ganze, naja, es ist sehr, sehr einleuchtend. Hier sind auf jeden Fall Silizium Perlen vorkommen, könnt ihr gut was wegfarmen. Ich habe schon mal den Basilo ausgewählt und mir auf die 5 gelegt, falls jetzt hier gleich was kommen sollte. Da vorne sind nämlich schon Quallen. Die muss nicht unbedingt haben, da könnten wir ja gegen angehen mit dem Basilo. Ich schwimme mal hier ganz schnell lang und versuche einfach mal alles abzuziehen, weil da vorne ist auch noch Megalodon. Auf den habe ich jetzt auch nicht so unbedingt Lust, muss ich sagen. Und ich nehme einfach mal so viel mit, wie wir kriegen. Aber wir sind auch sehr schnell, muss man sagen. Ich glaube, durchs Movement Speed kann das sein, dass es mit hochgeskillt wurde. Dass auch das Schwimmen jetzt schneller ist, es kommt mir sehr, sehr schnell vor. Oh, die Quallen kommen sogar schon näher. Dann, Freunde, habe ich
doch mal Pfeile und Bogen für euch. Wie sieht's denn damit aus, hm? Und Schilsikowski. Glaub, wir räumen hier nochmal ein bisschen auf unter Wasser. Direkt mal auf den Megalodon rauf. Oh, er greift uns da voll hin. Das Leben ist gar nicht so gut beim Basilo. Oh, 3 Megalodons direkt. Na schön. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Schon ganz schön viel Schaden genommen gerade. Aber der erste, nö, sind alle tot. Ja, moin. Einfach ein Triple Kill rausgehauen. Alles klar. Gar kein Problem. Für den Basilo, dann nehmen wir die hier auch nochmal mit. Oh, dann kann ich nämlich ganz in Ruhe nochmal die letzten Silizium-Vorkommen hier wegfarmen. Sind nicht mehr viele, aber immerhin in Sicherheit. So, hoffen wir mal, dass die reichen. Die sollten auch bald wieder nachspawnen. Ich nehme mal eben das Gift raus, weil wenn wir den netten Herrn bzw. die nette Dame wieder in den Pokéball packen, dann wird das Inventar gleich unter uns liegen. Darf man nicht vergessen, mache ich selber zu häufig. Hier unten müsste es irgendwo, das hängt hier in der Luft, oder? Hier in der Tasche, da ist die Tasche. Seht ihr, bleibt liegen. Also, ganz wichtig, falls ihr es machen wollt, immer schön aufpassen, dass ihr es mitnehmt. So, Freunde der Sonne, wo sind dann bitte sehr Pinguine? Ich suche Pinguine. Da vorne sind welche, da ist aber auch ein ein Yuti-Bye. Der ist aber Level, was ist der? Level 13. Den versuchen wir mal kurz vorher wegzumachen. Ich würde hier gerne in Ruhe meine Pinguine wegfarmen. Was sind da vorne noch? Ein Mammut. Der hat Schneebiom. Ein Spaß für die ganze Familie. Wobei, der ist weit genug weg, glaube ich. Ja, das ist schön. Ihr geht runter. Die Katze ist schon kaputt. Gut, bisschen aufpassen, dass der Yuti nicht runterkommt. Aber wir müssen mal kurz die Pinguine wegmachen. So, etliche Pinguine später haben wir 612 Polymer. Das sollte erstmal reichen. Ich glaube, es reicht noch nicht ganz, aber erstmal. Ganz ruhig, Sailor Moon. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sollten wir genügend Material haben, um jetzt die Chemistry Bench herstellen zu können. Die Frage ist, wo stellt man die her? Stellt man die hier drin her? Chemistry Bench oder, ja, Chemielabortisch. Warte mal. Aber dann gibt es auch ein S+. Chemielabortisch. Chemistry Bench. Kann hergestellt werden in S+ Crafting Station. Das ist dieses Gerät hier. Richtig. Ja. So, mal gucken, ob wir alles ziehen können. Chemistry Bench. Polymer ziehen wir mal rein. Silizium ziehen wir mal rein. Das brauchen wir dafür nicht. Ist aber egal. Elektronik und Zement fehlt. Gut, das brauchen wir für Elektronik. Siliziumperlen und Metallbarren. Wie viel fehlt uns? 96. Nee, 223. 223? Das ist eine Menge. Das sind vor allem sehr viele Siliziumperlen, muss ich sagen, oder? Die sind es mir nicht wert. Das heißt, wir gehen nochmal farmen und wir müssen eh nochmal los, weil uns fehlt auch Zement. Das heißt, wir plündern jetzt ein paar Biberdämme und versuchen jetzt auch mal ein paar Tech-Dinos zu finden. Die müssen wir jetzt auseinandernehmen. Nützt alles nichts. ...245, das sollte reichen. Es sind sehr, sehr viele Tech-Paras hier unterwegs gewesen, auch alle unmittelbar vor der Base. Richtig krass, ich glaube, es war jetzt der 5., den wir hier hatten. Guck mal, da, und da unten läuft jetzt noch Nummer 6, also mich sollte es nicht stören, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Aber was geht denn ab? Wobei... Wir hängen einfach ineinander. Egal. Ich dachte, eventuell nehmen wir den mit, um noch wieder die Tech-Farm, also die Elektronik und Öl- und Altmetall-Farm wieder zu beleben. Machen wir einen anderen mal, weil wir haben ja theoretisch die Möglichkeit, zwischen den anderen Maps hin und her zu transferieren. Und das Ding ist, jetzt habe ich die Elektronikteile geholt, aber noch kein Zement. Also müssen wir nochmal los. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist hier schon wieder einer. Was ist denn los? Ist das irgendwie... Ist auch ein Männchen? Ja, komm, den nehmen wir jetzt mit. Verdammt. Ah, ich habe ihn nicht in der Luft gekriegt. Schade. So, theoretisch läuft der ja einfach nur weg, ne? Wenn ich ihn anschieße. Ja, ich würde sagen, vielleicht Musik ab und let's go. Das war sehr enttäuschend, weil das waren 2 Schüsse. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn mit dir? Na egal, packen wir da ein paar Beeren rein. Dann kann er sich zähmen lassen, wenn wir weg sind. Dann liegt er hier und ist wieder... Also ist dann gleich wieder da, wenn wir fertig sind. Mit Zement. Weil dann können wir die wieder paaren lassen. Einfach die ganze Zeit und bauen wieder so einen Turm, dass wir wieder die... Ne? Alle runterfallen, die ganzen Dinger, und packen da wieder irgendein Tier rein, das für uns dann schön Elektronik und sowas farmt. Kann ja noch nützlich werden, wenn wir auf den anderen Maps unterwegs sind, sowas zu haben. Tja, moin! Was ist denn mit dir? Oh, jetzt fällt er. Er fällt! Jetzt ist er da. Was ist denn hier los? Ja, schlappert 230.000 Leben. So, bin ich hier an der richtigen Stelle? Nicht ganz. Es wäre schon cool, ihn zu haben, aber brauchen wir halt nicht. Und der stirbt auch, glaube ich, irgendwann. Jetzt müssen wir ein bisschen Glück haben. Ja, sehr gut. Der Biberdamm ist schon da. Auf jeden Fall einer. Sind auch vielleicht 2 hier. Sieht aktuell... Da hinten kreucht und fleucht auch noch ein Biber. Wo hat denn der seinen Damm?
Aktuell ist leider nur ein Biber dann da. Ich zeige euch die Stelle auf der Karte aber mal trotzdem. Ja, sieht man. Also, wisst ihr Bescheid, hier könnt ihr Biberdämme plündern, ganz wichtig. Nehmt nur den Zement und lasst das Holz liegen und dann weg, sonst sind die Biber sauer. So, mal schnell gucken, dass der Biber ist da. Ja, der wird schneller sein als ich, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das sind ja nur 60 Zement, dafür bin ich noch nicht hergekommen. Jetzt kommt er, er kommt, er will mich. Ich lauf auf den Alien weg. Tschüssi. Ja, 60 ist natürlich ein bisschen wenig, aber wer sich jetzt erinnert am alten Base-Spot, ja, wo wir gebaut haben, das erste Mal, als Ark Storytime losging, hier sind eigentlich auch Biber-Spawns. Das ist natürlich hier auch die Situation mit den Spinus ein bisschen brisant, aber da schauen wir mal. Level 22, wir gehen da mal eben ran. Sehr schön, haben wir das Problem schon mal gelöst. Der andere ist nur Level 4. Und noch ein Titanosaurus. Hier ist der Biberdamm auch diesmal ganz nah dran am Ufer. Sehr, sehr schön. Gibt es noch einen zweiten hier? Ich glaube, für den... Es sind sogar drei Biber hier. Also, ja, da ist noch ein zweiter. Sehr schön. Liegt ein bisschen Glück. Wir kriegen hier kein Zement. Was soll denn das? Da ist sogar noch ein dritter Biberdamm hier. Der ist sogar an Land. Oh. Geht doch mal weg hier, alle Freunde. Aber ich nehme euch mit. Chitin. Das nehmen wir uns. Können wir nämlich später in... Zement umwandeln. Wir gucken mal hier rein, was hier abgeht. 297, sehr schön. Ah, jetzt kommen die ganzen Biber, drei Stück auch noch. Wir platzieren die mal eben kurz um. Ich will die jetzt nicht platt machen, aber die Agro von denen ist ja auch noch da. Also, aber auf der anderen Seite haben wir 357 Zement. Also komm, egal, wir gehen los. So, das sollte doch eigentlich ausreichen, um jetzt den Chemietisch machen zu können. Natürlich, ich habe den Zement ja noch am Mann. So, sollte doch jetzt ausreichen, um die Chemistry Bench einmal herstellen zu können. Sehr, sehr schön. Da haben wir sie. Ist natürlich die Frage, wo platziert man dieses Ding jetzt, nachdem ich hier alles so dämlich zugebaut habe schon. Ich würde sagen, wir machen das einfach auf dieser Linie hier und dann klack, passt das. Dann kommen wir hier überall noch ran, ist so ein bisschen alles zugestellt, macht aber nichts. Damit das Ding aber läuft, brauchen wir auch Benzin. Das habe ich mal eben ein bisschen gemacht. Bauen wir jetzt hier rein. Also es braucht Strom und Benzin. Jetzt können wir es anmachen. Läuft. Und das Ding ist, wir können hier einfach sehr, sehr viel schneller Sachen herstellen. Wir können hier schneller Schießpulver herstellen. Wir können hier schneller Zündpulver herstellen. Und das machen wir jetzt auch. Also es läuft sehr, sehr schnell durch. Also wirklich sehr, sehr schnell. Es geht wirklich sehr, sehr viel schneller als in einem Mörser und Stößel. So, deshalb haben wir das gemacht. Sehr schön. Das läuft also schon mal. Denn das Ding ist, dass ich ja gerne sehr, sehr viel Munition mitnehmen möchte. Und dafür brauchen wir einfach sehr, sehr viel Schießpulver. Und deshalb machen wir das so, damit es schnell geht. Ich würde sagen, die ersten Kugeln geben wir schon mal in Auftrag. Es sind jetzt aktuell 88, die wir machen können. Ich würde mal sagen, der erste Schritt Richtung richtig, richtig, richtig viel Munition, um die ganze Eishöhle komplett zu zerballern. Mit Schrot ist gemacht. Hier habe ich schon mal die ersten Patronen für die Schrotflinte in Auftrag gegeben. Da kümmern wir uns also die nächsten Streams und Folgen drum, dass es einfach sehr, sehr, sehr viel wird. Aber wir brauchen ja nicht nur super viel Munition und Durchschlagskraft, sondern auch Schutz. Und Schutz soll laut ArcWiki diese SWAT-Ausrüstung geben. Und die werden wir uns auch einmal herstellen. Ich hoffe, dass wir genügend Material haben. Ja, die SWAT-Rüstung sieht auf jeden Fall schon mal böse aus. Und falls sich jemand fragt, wie sehr mich das stresst, dass ich die Schneehöhle nicht geschafft habe, beziehungsweise dass sie mich richtig kaputt gemacht hat, fragt doch mal den Raketenwerfer, den ich mit reinnehmen werde.